Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman 2. Gute Nachrichten, die Eskalationen gehen dem Spiel so langsam aus. Das ist keine echte gute Nachricht, aber gut, es sind nicht unendlich viele Eskalationen und das Cotty-Paradigma ist auch eine veränderte, vermute ich. Mal gucken, inwiefern die verändert ist. Neuauflage von einer Eskalation aus dem ersten Teil. Super schwierig, weil man halt mit einer Streitaxt durch Paris rennen muss und der erste wichtige nervige Schritt ist ja immer diese blöde Streitaxt zu finden. Ich habe mir zum Glück gemerkt, wo die ist, glaube ich zumindest. Wir gucken mal, wir nehmen eine Custom 5mm mit, die wird nämlich nicht entdeckt beim Durchsuchen. Wir brauchen einen Dietrich, denke ich. Und vielleicht ein paar Münzen oder lieber eine Seeker im Koffer. Warte mal. Wir müssen doch, nicht Herausforderungen, sondern Einsatzziele, im klassischen Anzug von 47. Warum wird er uns nicht direkt angezogen, frage ich mich. Zählt auch der klassische Anzug mit Handschuhen? Dann nehme ich nämlich den. So, und wo wollen wir starten? Auf dem roten Teppich. Oder im Palastgarten. Ich glaube, der Palastgarten ist ein bisschen näher. Wir sollen hier, wer ist sie? Lisa McKenzie erledigen. Das ist die, die da eingeschmuggelt werden soll auf die Party. Von der man auch eine Einladung, ich glaube, man kann eine Einladung von ihr bekommen. Also wenn die blöde Kriegsaxt nicht wäre, Streitaxt, wie auch immer das Ding heißt hier im Spiel, dann wäre das gar nicht so schlimm eigentlich. Aber so müssen wir mal schauen. So, Palastgarten, wunderbar. Da sind wir. Laufen rein, so, und da steht sie direkt und im ersten Teil konnte man die beiden einfach anrempeln. Wir machen hier zu, wir machen hier auf. Ah, hier hinten gibt es auch Münzen, ne? Wir müssen gar keine Münzen mitnehmen. Ja. No, wir müssen gar keine Münzen mitnehmen. Na, perfekt. Dann schauen wir mal. Sie ist schon auf Toilette, sehr gut. Gut. Also, dieser Anzug zählt schon mal nicht. Ist das ungeil. Also der klassische Anzug mit Handschuhen scheidet aus. Es muss wirklich der klassische Anzug sein. Das ist natürlich auch sehr gut gemacht. So, aber dann wissen wir, Münzen bekommen wir auf jeden Fall. Und wir können uns jetzt tatsächlich einen Koffer mitnehmen. Aber ich will einen Koffer, der schnell fliegt. Was gibt es denn hier noch eigentlich für coole Koffer? Keine coolen Koffer. So, und da packen wir uns einfach eine Seeker rein. Und wir könnten uns jetzt zur Not auch noch was schmuggeln, ne? Also das ist alles kein Problem. Und der Anrempeltrick funktioniert auch noch. Das wissen wir jetzt schon mal. Shit. Still no way. Oh. Sorry, tut mir leid. Nicht wirklich. So, ich, da die Tür muss zu, ne, weil da drüben Wachmann patrouilliert. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Das ist zum Glück kein Elusive Target, das heißt, wir können hier ein bisschen schummeln. So machen. Hier müssen wir auch nicht super heimlich sein.
Da ist die Einladung, die wir mitnehmen können. Und dann brauchen wir nur einen Ausgang. Keine Ahnung. Ich schau mal, ob wir hier über den Parkplatz rennen dürfen. Wahrscheinlich nicht, ne? Achso, da müssen wir. Warum mache ich es denn so kompliziert? Man weiß es nicht. Ich glaube, der... Ach, ich bin dumm. Der schnellste Ausgang ist tatsächlich der hier. Okay, also da dürfen wir nicht sein, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Oder man nimmt halt ganz normal den Vorderausgang. Das geht auch. Oder rennt da einfach genug durch. Das ist alles kein Problem. So, also Stufe 1, super simpel, wenn man weiß, wo die Axt ist. Aber so eine Eskalation hat ja nicht nur... eine Stufe. Wir dürfen niemanden ruhig stellen, ne? Deswegen dachte ich mir, wir nehmen die Seeker mit, falls wir irgendjemanden loswerden müssen. Eine Minute 46. Das ist relativ schnell. Bei der Benutzung von Überwinden, Hängen, Erklimmen und nach unten klettern scheitert die Mission. Also wir dürfen nur Treppen benutzen. Müssen bis zum Scheich hochkommen. Gut. Die Planung bleibt erstmal dieselbe, würde ich vorschlagen. Und ich meine, mal sehen, ob der Trick funktioniert. Es gibt nämlich einen Trick. Shit. Still no answer. Oh. Ja, um den Scheich anzulocken. Schau mal auf die Karte gerade. Der Scheich chillt im Bad. Er kommt aber hier manchmal auf dem Balkon hoch, auf jeden Fall. Aber jetzt noch nicht. Das heißt, wir kümmern uns erstmal um Lisa. Komm schon, lauf. Öffnen, schließen. Rein. Töten. Axt hier kurz liegen lassen. Dann, ja genau, der ist jetzt über uns. Und ich glaube, das hat er gehört. Ich habe jedenfalls so ein Geräusch gehört, als wenn... Ja, genau. Er verlässt jetzt auch straight sein Zimmer, um hier runterzukommen. So, dann müssen wir mal gucken, wie rum er hier durchkommt. Ob er da hinten durchkommt oder ob er, naja, von außen wahrscheinlich nicht. Ah ja, da ist er schon. Ach. Da war er zu dumm zum Werfen. Das macht nichts. Körper wurde gefunden. Ja, wenn er nicht geschrien hätte, wäre alles gut gegangen, glaube ich. Ich weiß nicht, warum 47 sich da so dumm angestellt hat beim mit der Axt zielen. So, wenn man hier außen einfach lang rennt, ist nämlich auch alles cool. Und dann kann man das machen ohne Probleme. So, das war also ganz gut zum Üben hier.
Und die nächste Eskalationsstufe machen wir jetzt natürlich lautlos. Komplett. Die meisten patrouillierenden Wachen durchschauen Paris Verkleidung und den 47-Anzug. Das ist ja super. Und wir sollen Hayley Brennan erledigen. Und das ist die Assistentin von. Aber wie heißt sie denn? Von Margolis. Wie heißt die mit Vornamen? Die hat einen Namen. Da bin ich mir ganz sicher. So, und das heißt, wir müssen uns irgendwie nach oben. Auf jeden Fall. Ne? Wir müssen da in diesen kleinen Raum mit dem Laptop rein. Das lässt sich nicht vermeiden. Dazu müssen wir dann irgendwie durch den Keller flitzen und alles. Und ach, ich habe keine Ahnung. Wir schauen mal, wie das am besten funktioniert. So, Planung können wir eigentlich so lassen, meine ich. So, der Anfang läuft ja hier wieder ganz genauso. Das sollte also gar kein Problem darstellen für uns. Das Timing da mit dem Scheich ist auch super gut hier in der Mission. So, die rempeln wir an. Ob wir die Tür hier öffnen oder schließen, offen lassen oder schließen, ist komplett egal. Die macht Lisa dann sowieso zu. Hier können wir schon mal die Tür öffnen. So, haben wir das schon mal geknackt. Dann nehmen wir uns hier hinten gleich die Münze mit. Die brauchen wir wahrscheinlich nachher. Mal gucken. Hier schnappen wir uns eine Axt. Die Tür hier müssen wir hinter uns auf jeden Fall gleich wieder schließen. Schließen habe ich gesagt, danke. So, die Einladung schnappen wir uns. Tür öffnen, schließen. Tür öffnen, schließen. Die Axt kurz hier abwerfen, öffnen, schließen, gucken, ob der Scheich oben steht. Man kann leider nicht so hoch gucken, dass man das visuell klären könnte. Aber es scheint funktioniert zu haben. Und solange die Axt hier halt auf dem Boden liegt, ist das Ding halt ein Sammlerstück. Und wenn wir die allerdings hochheben, ist es plötzlich eine Waffe. Und dann werden alle misstrauisch. Das haben wir letztens in Marrakesch wieder gesehen. Das heißt, eine Strategie, mit einer Axt durch ein Level zu kommen, das für Leute ist, ist eigentlich zumindest auf den unteren beiden Schwierigkeitsgraden, die Axt aufzuheben, zu werfen, aufzuheben, sofort wieder wegzuwerfen, weil so schnell reagieren die meistens nicht auf einen, dass man da die Axt nicht rechtzeitig wegwerfen könnte. So, den haben wir also. Legen ihn einfach hier hin. Da durfte ihn keiner sehen. Nehmen uns die Axt wieder. Hier würden wir jetzt normalerweise über die Balustrade springen. Dürfen wir jetzt gerade nicht. Das heißt, wir müssen hier außenrum so ein bisschen. Das ist aber alles kein Problem. So, dann gehen wir hier direkt durch die Umkleide. Ja, alles sauber. Auf den unteren beiden Schwierigkeitsgraden muss man sich gar keine Gedanken machen, wenn man irgendwo durchsprintet, dass man da großartig gesehen wird. Außer die Leute stehen halt richtig dicht an einem dran. Und der Keller in Paris ist cool, weil es zum einen Generalschlüssel gibt, also für wirklich alle Türen hier im Schloss. Zum zweiten hat man die Kameraanlage hier sehr gut im Schuss. Und zum dritten bekommt man hier eine Treppe spendiert, die einem Zugang nach fast überall liefert. Wir gucken uns das Ganze mal an, was wir gemacht haben. Wir sind hier im Garten gestartet, über die Terrasse hier rein, haben die beiden angerempelt, sind dann hier durchgerannt, haben die Tür geknackt, haben uns die Münzen geholt, haben uns die Axt geholt, haben Lisa getötet, sind hier raus, haben den Scheich angelockt, haben ihn getötet, sind dann hier diese Treppe runter. Hier oben durch die Umkleide, hier durch die Vorratskammer. Kammer, haben den Generalschlüssel mitgenommen, haben dann von hier aus die Kamera erschossen. Man kann das auch von hier drüben machen, da steht man allerdings deutlich dichter an den Wachen dran. Und dann kann es halt passieren, dass der Schuss gehört wird.
Und dann kommt hier halt jemand auf den Flur nachgucken oder so. Na, von hier hinten hat man mit einer schallgedämpften Waffe das Problem gar nicht. Und die treffen alle auf die Distanz. Ne? Die Custom 5mm ist nicht die genaueste Waffe, hat aber trotzdem getroffen. Und dann sind wir von hier aus diese Treppe hoch. Und da werden wir jetzt bis nach ganz oben gehen. Da ist ein Techniker, an dem müssen wir uns vorbeischummeln. Außerdem patrouillieren hier Wachen. Ne? Wenn die hier langkommen, können die einen hier durch diese offene Tür sehen. An dem müssen wir uns auch vorbeischummeln. Und dann gehen wir direkt hier in diesen Raum. Es gibt zwei Treppen, ne? Eine ist da. Eine ist da. Das hier ist die Treppe mit der Napoleon-Statue. Und der Plan ist, die Axt hier auf diesen Absatz zu werfen und mit der Einladung an den beiden Wachen vorbeizustiefeln. Die Seeker brauchen wir da nicht, die deponieren wir oder lassen den die eine von den Wachen irgendwo hintragen. Mal gucken. Ja, und dann kommen wir da hoch. Hier haben wir noch eine Wache, die bewacht hier diese Tür, denke ich. Patrouilliert hier oben, glaube ich, auch ein bisschen, quatscht vielleicht mit den beiden, die hier drüben stehen. Da ist ein Auktionspersonal und noch eine Wache, die hier so an dieser Vitrine stehen. Da müssen wir mal gucken, wie das funktioniert am besten. Ja, da müssen wir irgendwie vorbeikommen. Na, mal gucken, wer uns da durchschaut von den Leuten. Und dann sind wir hier im Prinzip schon im Auktionsbüro bei unserem Ziel. Also es sind nicht mehr viele Leute zwischen uns und unserem Ziel. Und der Weg halt hier die Treppe hoch, ne, ist einfach brillant. So, was tut er? Er steht da. Alles cool. Öffnen, schließen. So, und die durchschauen uns jetzt blöderweise. Und das ist blöderweise, weil natürlich jetzt mein Plan mit dem Dings hochwerfen nicht funktioniert. Wir müssen also ein bisschen improvisieren, aber für solche Fälle haben wir halt die Seeker dabei. Durchs Geländer kann man durchschießen. Den zweiten versuchen wir hier mal ganz billig abzulenken. Na, ansonsten hätten wir von hier aus einfach die Axt da irgendwie die Treppe hochgeworfen und hätten uns dann da ganz normal durch die Personenkontrolle begeben. Okay. Den haben wir getroffen. Nice. So, er geht. An den beiden müssen wir da halt noch vorbei irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wohin er rennt und wann er wiederkommt. So, ich lege das mal hier hin. Und dann werfe ich mal einfach den Koffer da so. Hoffe, dass er jetzt keinen Unsinn damit macht und den einigermaßen weit wegbringt. Okay. So, ihn müssen wir noch ablenken. Ah, die Axt mitnehmen. Öffnen, schließen. Hier nehmen wir hinterm Schreibtisch Deckung. Machen hier zu. Einmal lautlos ausschalten. Und dann zerren wir sie hier hinter den Schreibtisch am besten. Ich würde ja hier die Tür auch gerne schließen. Geht aber nicht. So, und dann. Oh Gott, draußen sind direkt Okay. Wachen. Ich glaube, hier durchschaut uns niemand auf der Seite. So, hier haben wir auch eine Treppe. Ja, hier durchschaut uns keiner, das ist nice. Also hier gibt es eine zweite Treppe auf jeden Fall, die wir benutzen können. Hier die auch nicht. Ich brauche kurz Orientierung. Hier die Treppe runter und dann vorne raus. Oder wir versuchen hier zurück auf die Treppe zu kommen. Puh, interessante Frage. Ich versuche mal, ob es hier durchgeht. Hier durchschaut uns zumindest erstmal niemand. Unter uns wäre halt
Direkt der Kellerausgang. Aber hier die... Ich dachte, hier sind mehr Wachen, die uns durchschauen und so. Scheinbar nicht. So, wir können jetzt hier über den Parkplatz gehen. Zum Beispiel. Oder wir machen es halt super safe. Und laufen einfach vorne raus. Weil uns hier scheinbar echt niemand durchschaut. Okay, das hatte ich mir jetzt ein bisschen schwieriger vorgestellt. Da vorne links steht jemand, der uns durchschaut. Da gehen wir hier einfach so ein bisschen Bogen rechts lang. Und dann ist es auch komplett ungefährlich. Aber die Leichen hat auch keiner gefunden. Von daher geht auf jeden Fall. Ich hatte es schwieriger in Erinnerung. Wie lange haben wir jetzt dafür gebraucht? 10 Minuten? Wahrscheinlich nicht mal. Also hier für Stufe 3, ne? Für die anderen, die gehen ja auch richtig schnell. Also man kann es in einer Viertelstunde, glaube ich, wenn man weiß, wie es geht und ein bisschen sich sputet, kann man das schaffen. 6 Minuten 47 sogar nur. Boah, da schafft man das ganze Ding ja wirklich fast in 10 Minuten. Also Viertelstunde durchaus machbar. Das Kotti-Paradigma. Ja. Man muss halt nur die Laufwege in Paris ein bisschen kennen. Muss auf so Eventualitäten vorbereitet sein. Und dann geht das alles. So, für heute war es das aber auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.